Als nächstes am Wort ist nun Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen. Sagt, ja, wir stehen dazu, dass die Länder, bestes Beispiel die Landesregierung mit FPÖ-Beteiligung in Oberösterreich, weiterhin die Energiewende blockieren. Und ich stehe dazu, dass wir keine bundesweiten und europäischen Vorgaben brauchen. Ich finde das durchaus erfrischend. Ich finde, so eine Debatte können wir ruhig führen. Ich bin halt anderer Meinung, aber ich finde das super, dass ihr das sozusagen so, euch so klar eure Blockadehaltung irgendwie da eröffnet. Kollege Schroll von der SPÖ, ich finde es ein bisschen unredlich, wenn du die Abwesenheit der Ministerin thematisierst. Ihr wisst ganz genau, dass wir hier einen Fristsetzungsantrag debattieren, einen Fristsetzungsantrag, und der Kollege Greiner, wenn ihr ihn fragt, wird euch bestätigen, dass es nicht Usance ist hier im Parlament, dass Ministerinnen und Minister bei Fristsetzungsanträgen anwesend sind. Das waren eure Minister auch nicht, das ist einfach unredlich. Thema Energiesparen. Wir hatten, ist eh schon aufgekommen, ein rot-schwarzes Energieeffizienzgesetz. Jeder weiß, was mit diesem Energieeffizienzgesetz passiert ist. Das war ein Papiertiger. Wir hatten Ziele. Was hat es gebracht? Nicht besonders viel. Hat uns nicht weitergebracht. Wir als Koalition haben beim Thema Energieeffizienz einen sehr starken Fokus gelegt in den letzten Jahren, in den letzten 2,5 Jahren. Wir haben zum Beispiel die Förderung für die thermische Sanierung massiv erhöht. Früher waren die Förderaktionen nach 2 bis 3 Monaten weg. Jetzt hat man im Prinzip das ganze Jahr über eine Förderung zur Verfügung. Da können Heizenergiekosten oder die Heizenergie bis zu 80% eingespart werden. Das ist ein massiver Beitrag zur Energieeffizienz. Wir werden in diesem Budget zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen in der Höhe von 190 Millionen Euro beschließen, zusätzlich noch einen Transformationsfonds für die Industrie. Und das Gute daran im Vergleich zu früher, dass es eine langfristige Finanzierung, teilweise bis 26, teilweise auch bis 2030 sichergestellt ist. Das ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Energieeffizienz, und natürlich arbeiten wir auch weiterhin daran, dass wir endlich ein Energieeffizienzgesetz, ein neues Energieeffizienzgesetz auf den Weg bringen. Vielleicht vorher noch zu den Tafeln von der SPÖ. Ihr habt da vorher Tafeln hochgehalten, dass wir keine Klimaziele hätten. Das stimmt einfach nicht. Wir haben Klimaziele, falls es euch aufgefallen ist. Wir sind Mitglieder der Europäischen Union, und die Klimaziele, die auch für Österreich gelten, die gelten direkt. Das heißt, wir haben gültige Klimaziele. Ihr fordert ein wirksames Klimaschutzgesetz, und die Wahrheit ist, wir hatten in Österreich noch nie ein wirksames Klimaschutzgesetz. Noch nie. Wir hatten ein Klimaschutzgesetz, das war noch wirkungsloser als das Energieeffizienzgesetz, das damals unter SPÖ-Bundeskanzler beschlossen wurde. Und was mich schon irgendwie amüsiert, die Kollegen und Kolleginnen von der SPÖ kritisieren, dass wir uns so lange Zeit lassen und dass das alles so lange braucht. Wir hatten für die Kyoto-Periode 2008 bis 2012 ein Klimaschutzgesetz unter einem roten Bundeskanzler. 2008 bis 2012, also da könnte man meinen, das Klimaschutzgesetz wäre dann so 2007 beschlossen worden. Kollege Matznetter, kannst du dich noch erinnern, wann dieses Klimaschutzgesetz beschlossen wurde? November 2011, am Ende der Verpflichtungsperiode. Da hätte man dann im Nachhinein sagen können, was man hätte machen können. Das Ergebnis war, dass wir 600 Millionen Euro aufgewandt haben, um uns freizukaufen. Das ist die SPÖ-Klimapolitik gewesen in der Vergangenheit. Und für so ein Klimaschutzgesetz geben wir uns nicht her. Für so ein Klimaschutzgesetz geben wir uns nicht her. Und es ist eine Chuzpe, dass ihr immer Klimaschutz einfordert. Und in Wahrheit, schaut euch an, was ihr in Bezirken, in Gemeinden, in den Ländern und hier im Bund macht. Ihr sabotiert jede einzelne Klimaschutzmaßnahme. Ihr wollt weiter Autobahnen bauen. Ihr wollt weiter Autobahnen bauen. Ihr wollt weiter in jeder Innenstadt mit der Auto fahren. Und ihr seid, und das habt ihr jetzt auch wieder bewiesen, gegen eine Ökologisierung des Steuersystems. Wir brauchen uns von euch nicht erklären lassen, wie man Klimaschutz macht. Danke.
Eine sehr emotionale Debatte gerade. Lukas Hammer von den Grünen. Die Regierung arbeitet daran, ein neues Energieeffizienzgesetz auf den Weg zu bringen. Und er kritisiert die SPÖ massiv, dass sie selbst beim Thema Klimaschutz nichts weitergebracht habe. Es gab nur ein Klimaschutzgesetz, das wirkungslos war.